Hallo Leute und herzlich willkommen zu Schadensfreude mit Crash Bandicoot. Denn wir sind hier im schlimmsten Level bisher angekommen. Ich meine, was ist das? Erstens, so Kack-Indianen, die mit Feuer reinschucken. Kackaffen, die sich hier cool fühlen. Stacheldildos, die mich aufspießen. Und Flammen. Die habe ich zwar schon mal erwähnt, aber ist mir scheißegal. Stacheldildos. Und dann sind es auch noch drei Checkpoints. Oh, wieso kannst du nicht so weit springen? Du bist ein verdammter Beutel, sagst du nicht. Wechsel. Nein, ich hab nichts. Super. Fick dich. Ich habe gestern echt noch versucht, freundlich zu bleiben, aber das ging nicht. Das ging nicht. Und ich habe vorhin gesagt, ja komm, machen wir noch dieses Level. Größte Fehlentscheidung. Das muss ich nicht mehr beenden. Und ich bin jetzt dreimal schon Game Over gegangen in dem Level. Erstens liegt es daran, dass ich echt schlecht bin und zweitens, weil es echt unfair ist. Das Level echt verdammt lang ist. Ich meine, was zur Hölle? Das ist die erste Welt. Also überhaupt mehrere Welten gibt. Wahrscheinlich ja schon. Ne? Und da haben wir schon den Indianer. Vergessen zu erwähnen, es sind sogar 4 Checkpoints. Ich meine, was zur Hölle? Habt ihr euch dabei gedacht? Dachtet ihr, seid lustig? Ja. Wahrscheinlich sogar sehr lustig. Ja, zum Glück kann man ihn von hier oben schon bringen. Man muss nicht extra nach unten rein. Naughty Dog Spiele sind echt extrem gut. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber das ist wirklich nicht unfair. Ich muss wieder Uncharted spielen. Ja, genau so was meine ich. Woher kam jetzt Diddy Kong? Das war zwar schwer, aber nicht unfair. Ich meine, woher kam bitte dieser Affe? Affenschwanz. Wer hat bitte diesen Gegner erfunden? Wer hat bitte diesen Gegner erfunden? Dem schneide ich persönlich die Kehle auf. Ich bin nicht gesprungen! Och man, ich bin noch nicht mehr gesprungen, du Hirn. Arschloch. Du weißt ja nicht mal, ob deine Mutter hat. Er hat einen Adoptivanfall gegeben. So, warum wollen sie ihn adoptiv haben? Er springt immer, wenn ich es ihm nicht sage. Wow, fick dich. Junge, warum tötet mich das direkt? Ich meine, ich habe eigentlich mehr irgendwie extra Leben oder so. Also halt dieses komische Hackfressen im Hintergrund. Die mir einen Scheiß bringen. Ich einmal getroffen werde, ist die weg. Wow. Ey. Man bekommt ja auch nirgendwo. Wer hat mich das jetzt getroffen? Ich stand in der verfickten Luft. Ich hasse dieses Level. Und schon wieder Game Over. Game Over. Ja, freu dich nur. Was habt ihr gemacht, Alter? Ich hasse Crash Bandicoot. Ja, fick dich. Ich hasse Crash Bandicoot.
Refunden kann ich das Spiel jetzt auch nicht mehr, oder? Nein. Verdammt! Guck mal, da ist sogar ein Baum drin. So unwichtig ist er. Oh nein, es kann sogar eigentlich gut sein, aber ich habe das auch von Anfang eh weggewirbelt. Obwohl ich es ja nicht mehr wollte. Mann! Wieso? Ist nicht doch gerade so gut? Dann hat er ja keinen Bock mehr. Es ist Hogwarts Level war so geil und dann kommt das. Also ich habe wirklich Positives in dem Spiel gesehen. Ich weiß, dass es nicht mein erstes Naughty Dog Spiel war, bei dem ich ausraste. Aber den das ist natürlich jetzt auch meine eigene Dummheit, aber auch weil es echt unfair ist. Weil Last of Us und Charles auf meine Stelle. Jetzt, wenn ich das Spiel nochmal spielen würde, genauso wie bei The Last of Us, habe ich viele Szenen, die ich am Anfang nicht schaffen konnte beim ersten Mal, habe ich so gut gemeistert. Zum Beispiel bin ich nur einmal auf dem Blauder gestorben. Und da bin ich vielleicht 4 oder 5 Mal gestorben. Auf dem Blauder. Und auch Klecker bin ich auch nicht so aufgestorben. Ich glaube, ich bin insgesamt beim ersten Mal durchspielen vielleicht, sagen wir jetzt einfach mal 100 Mal oder so gestorben. Oder sagen wir einfach mal 70. Und jetzt habe ich... bin ich nur 8 Mal gestorben, aber ich bin wahrscheinlich auf das Mal einfach gestorben. Wenn man Death Behind noch dazu zählt, dann auf jeden Fall. Sich. Eigentlich sind Klicker nicht mal so schwere Gegner gewesen. Da habe ich auch gemerkt, dass ich meine eigene Dummheit, weil ich nicht dieses Messerding da geupgradet habe. Und wenn man auf einfach spielt, hat man das ja direkt aktiv. Aber ich spiele auf einfach spielen, wenn ich echt langweilig bin. Oder bei Forscher oder so. Das ist noch einfacher. Das ist langweilig. Oh, ich bin jetzt schon runtergefallen. Auch zu, das ist auch meine Dummheit, aber ich mag dieses Level wirklich nicht. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der so auf verkackt hat. Glaube ich nicht. Also vielleicht bin ich der Einzige, wo man so mauert. Du dumme Pflanze! Sei lieber wie ein Smash. Oh Gott. Weißt du, genau das meinte ich. Genau das. Jetzt hat er sich dann geduckt. Ja, wie soll ich das machen? Das Ding geht ja die ganze Zeit hoch. Wie eine Morgenlatte und... Und ich glaube... Du Arschloch! Du hast dich nicht gedrückt. Ich war verdammt nochmal über dir. Endlich. Ja, fick dich. Fick dich. Wieso? Wieso bin ich jetzt reingeflogen? Was hab ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich habe auch noch X gedrückt gehalten. Was ist denn mit X gedrückt? Wie soll ich das bringen? Fick dich, Activision. Ich kann nur also der Remake. Der Remake. Kein Wunder, dass ich
Checkpoint. Ich brauche aber ein Leben. Vielleicht soll ich mal wirklich diese Koko-Scheiße da reinbringen. Ja. Leck mich. Leck mich sowas am Arsch. Ich glaube, das wird das erste Spiel sein, wo ich das einfach so spiele. Ja, das wird auf jeden Fall das erste Spiel sein, wo ich das einfach so spiele. Ja, du kannst mich nochmal auslachen. Game over! Dann ist dieser Game Over Spiel auch noch so langweilig. Wow, eine Hackfresse, die mir anguckt. Weiß nicht, irgendwas Cooleres sein. Jetzt habe ich mal diese Kacke ein. Vor allem, es wird ja keine Hilfe angeboten. Brauchst du Hilfe bei diesem Level? Nein, die foltern mich. Das war. Ich wollte doch nur dieses Level noch durchspielen. Nein, ich muss jetzt noch eine Kacke nehmen. Ich bereue es, dass ich das gesagt habe. Ich weiß, ich bin schlecht, aber so schlecht jetzt auch nicht, dass ich fünfmal Game Over gehe. Oh, das ist schon mal. Du dämliche Scheiße. Kackding. Wirklich. Würde mir jemand übel nehmen, wenn ich das Let's Play beende? Nein, wahrscheinlich nicht. Weißt du was, ich bin einfach das Play, mir egal. Wollte eigentlich Let's Playen, weil ich dachte, das ist ein cooles Spiel, weil es auf ein Naughty Dog ist, aber nein, ich finde so eine Kacke rein. Oder Activision hat es einfach nur schwierig gemacht. Kauf diese Geld in DLC, wo du Level überspringen kannst. Nur 10,99. Oder Activision, hä? Und für 15 Euro bekommst du auch noch mehr Leben. Weißt du was, würde ich direkt kaufen. Und ein Level überspringen, würde ich dieses Level so überspringen. Man kann die Affen doch umbringen. Also, guck mal, am Anfang war hier ein Leben. Jetzt sind wir nur Wompersflug. Bei 100 bekommt man, bei 100 bekommt man extra Leben, aber wer hat die Zeit 101? Ich habe jetzt gerade mal 29. Also ja, hey, deine Aussage war richtig. Wer hat die Zeit 101 gewonnen? Bei Mario, ja. Ja. Könnte ich auch immer im nächsten Level zählen. Aber hier. Boah, das ist das letzte Level. Weißt du was? Es könnte sogar gut sein. Aber nein, ist nicht. Ein Leben, das habe ich nicht mitgemacht. Das ist ein Mollaffe. Jetzt, wo ich weiß, dass ich euch umbringen kann, werde ich nie wieder auf euch warten. Ein Leben?
hätte jetzt wirklich gesammelt und vielleicht zwei Dinge oder so bekommen, aber eins. Wow. Wieso musste das passieren? Ich wollte dieses eine komische Ding da einsammeln, damit ich vielleicht nochmal drüber einstecken kann. Nein, das Spiel muss man natürlich bestrafen. Weil ich es machen wollte. Tut mir leid. Wenn ich das Level für mich einfacher machen will. Hat es mir jetzt überhaupt was gebracht? Oder habe ich immer nur noch ein Ding? Und darf ich mich jetzt mal anschauen, ob ich falsch bin. Ich hatte wirklich Hoffnung in diesem Spiel. Dann kann ich es von hinten umbringen. Ja, okay, doch, es hat was gebracht. Natürlich muss ich dich direkt verbrauchen. Und natürlich sterbe ich. Natürlich sterbe ich. Oh, warte, ich habe noch so einen. Nein! Man braucht das perfekte Timing, Mann. Wieso? Ich hab doch nicht mal genug Zeit. Ich will doch einfach nur dieses verdammte Level. Warte, ich glaube, ich bin aber. Ich glaube, ich bin aber noch am Ziel. Ich will jetzt einfach nur auf die andere Seite kommen. Das ist halt gerade verdammt schwer. Wenn man so viel Hindernisse sind. Oh mein Gott. Nein, das war's noch nicht. Ich dachte gerade, das war's noch nicht von mir gewesen. Von wegen, ja, du hast es uns eh geschafft. Und jetzt bleibt er nicht im Leben. Das mache ich auch nach dem Level. Und verkaufe ich dieses Leben und mache das jetzt Play weiter. Ja. Moment. Willst du mich verarschen? Ich bin wieder hier. Ja, ich bin wieder hier. Ja. Ich war doch schon längst weg. Ja, das ist jetzt. Nee, das ist jetzt scheiße, Junge. Ich war doch schon längst weg. Ich war schon längst in Afrika. Oh. Warte mal kurz. Okay, nee, das war jetzt gemein. Der zahlt dich an. Nee, ganz schön. Nein, Spaß. Sehr gerne. Oh nein, das sind wieder keine Leben. Das sind jetzt natürlich kein Leben. Das ist jetzt blöd, ne? So eigentlich. Oh, hast du kein Leben mehr? Ach du Kacke, er wird sterben. Ja.
Ja, das ist doch... Das ist unmachbar, Digga. Wie soll man da lebendig rüberkommen? Wie soll man da lebendig rüberkommen? Ja, lach mich nicht so aus und zeig mir, wie ich da rüberkomme. Ich hasse dieses Spiel. Jetzt weiß ich, die letzte Box, wo man hätte hochspringen müssen. Aber ich bin jetzt eigentlich die extra Leben immer noch da. Also, ich bin ja jetzt Game Over gegangen. Ja, ich glaube tatsächlich nicht. Also, weil das Spiel eigentlich echt unfair ist. Vor allem, irgendwann, wenn ich das Spiel starte, muss ich diese nervige. Aktivisten präsentiert, es ist krass, wenn der kommt. Was? Wie? Warum wurde ich getroffen?
Ne, so leben sie nicht da. Ist klar. Stemme ich das jetzt als Betrug ab? Ja, tue ich. Weil ich nämlich durch den Schaden nämlich runtergezogen wurde. Ohne extra Leben. Mann, ich hab doch X gedrückt gehalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha. Ganz lang schauen. Mega, Digga, ich hab die ganzen Leben. Nicht, dass ich einfach weg würde. Oh mein Gott, Leute, ich hab's geschafft. Am Ende wird's schwer. Nee, egal, was ich vergessen hab. Leute, ich hab das Level geschafft. Oh mein Gott, endlich. Ja, Mann. Oh. Ich hab da jetzt so lange für gebraucht, ne? Ach so. Das war das letzte Level der Welt. Ja, okay. Aber dann, Leute, dann war's mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.